ich jetzt meine Kleider wieder haben, lege sie neben das Fass und verlasse den Raum, sodass ich sie wieder anziehen kann. Und nicht gucken. Okay. Nicht gucken. Okay. Hey, So, schön wieder in die Kleider, schön wieder die eigene Kleider zu tragen. Ich werde jetzt alle Spuren mit dem Beton vermischen. Okay. So. Hallo. Verschwert. Wir machen uns auch den Weg jetzt nach. Zum Weltsee. Because. Da müssen wir noch das Schild aufstellen. Jela! Jela! Ja. Weltsee. Bitte für die Schilder. Hm? Nicht schlecht, oder? Ich bin stolz auf mich und bin sicher, mein Vater wäre es auch, wenn er auch am Leben wäre. Es müssen seine Handwerkergene sein, die ich geerbt habe. Kannst du diese Schilder so aufstellen, dass sie gut gesehen werden? Okay. Wahrscheinlich jetzt schon auf einem kompletten Rundgang und am See. Schätze ich mal. Dann schon wieder einen Rundgang reiten. Bevor wir wieder verehren. Meine super duper Kenntnissen hier. Das ist echt ein gewisser Labyrinth. Reicht, links, reicht. So, wir kommen jetzt mal schon näher. Nee, bei dem Hund. Pferd springt. Okay, darüber. Springen wir zuerst dort rüber. Ui. Ja. Wenn es bloß so einfach wäre, ne? Nicht in Eimer.
So, ja, stellen wir den Eimer hin. Moment mal. Hey, nee. So. Dann muss diese Questreihe eigentlich soweit abgeschlossen sein, oder? So. Du liebe Problem. Ich muss dir wirklich danken. Du warst so hilfsbereit. Nimm dies. Ich hoffe, es gefällt dir. Sherbik braucht mehr Naturfreunde wie dich. Wow, mein T-Shirt. Tickets on, oh sexy. So, schon mal weiter. Hint, Silvergate Village. Zuerst werden wir noch mal zu Avalon runtergehen. Unterfahren. Wilde Village. Ab zu Evelyn und unserem neuen sexy T-Shirt. So. Da ist er ja. So, hier ist das hypnose Pulver Autumn. Jetzt musst du die Snookies Essen des Darkhorse-Chefs mischen. Er wird dazu dadurch gehörig werden. Viel Glück und erzähle mir dann, wie es gelaufen ist. Nee, muss ich jetzt nochmal da hoch, oder was? Finde ich nicht okay. So, bevor wir mal diesen... Nee, wir machen das anders. Wir hauen da jetzt einfach unseren Typo rein. Dann gehen wir jetzt ab zur Bergspitze. So, ich hoffe, wir sind jetzt richtig. Ja, sind wir. Hallo. Du bist wieder hier. Ob ich Hunger habe? Ja, jetzt wo du sagst. Hol mir mein Mittagessen. Ich bin super hungrig. Ich muss das Pulver ins Essen mischen, bevor ich es umgeben kann. So. Hypnose Lounge. Das wird interessant. Allerdings, es wird wirklich interessant. Ja, mit dem Essen. Schmatsch, schmatsch, schmatsch. Was? Na. Wer bist du? Du siehst aber nicht aus. Kann ich etwas für dich tun? Die Schlaghände fernen? Kein Problem, du Liebe. Ich werde alles mitnehmen, wenn ich diesen Ort verlasse. Das tue ich jetzt. Schön, dich zu treffen. Wir sehen uns. Ladidadida. Ich muss Avalon erzählen, was passiert ist. Okay, dann hauen. Na, wir machen das jetzt anders. Ich lasse mich abholen und dann mit dem Transport zurück, weil dann sind wir schneller. Jetzt hätte ich den ganzen Weg jetzt wieder zurück können. Ich ziehe meinen Transport wieder an, das zieht irgendwie. Valley Village.
schnell zu Avalanche. Bremsen. Toni mit der Gruppe, ne? Oh, du, fantastisch gemacht. Das Wasser ist wieder blau und keine Spur von diesem pandorischen Kristall. Du bist ein wahrer Freund der Bevölkerung, Jervix. Wie kann ich dir danken? Ich weiß. Hier ist mein alter Trainingsoverall. Ich habe ihn benutzt, als ich jung war, bevor ich meine Beine steif wie Fischknochen wurden. Bitte, er gehört dir. Reite in Frieden, Otto. Okay, so. Dann wäre das nämlich soweit abgeschlossen, dann werden wir die Folge hier wieder beenden. Und noch eine kleine Information am Rande, ich habe unten in der Videobeschreibung unter den Link Facebook noch einen zusätzlichen Link getan, wo ihr auf die Facebook-Seite von Autumn Rainstar kommt. Dort werde ich auch zukünftig diese ganzen SSO-Videos posten, zusätzlich noch, weil das auf dem Online-Kanal leider Gottes nicht so wirklich Anklang gefunden hat. Naja, okay. Auf alle Fälle, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.